Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute schauen wir uns mal ein Thema an, das dir vielleicht schwerer fällt, nämlich dieses Loslassen und in einem Verlust auch Trost finden. Das heißt, wie findest du denn wirklich diese Zuversicht, diese Geborgenheit? Wie kommst du vielleicht auch aus dieser Enttäuschung raus, dass du merkst, okay, es ist etwas nicht persönlich gemeint vom Leben. Wie schaffst du es, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder aufzustehen, wenn du gescheitert bist, wenn dir Hindernisse in den Weg gelegt werden? Wo findest du diesen Trost? Wo findest du diese Geborgenheit? Und da soll dir heute diese Reise helfen. Wir sind gerade in einer Phase, wo es wirklich darum geht, so transformative Prozesse wirklich auch bewusst zu erleben, bewusst auch aufzuarbeiten. Und da soll dir einfach diese heutige Reise, diese heutige Meditation dabei helfen, dass dir das leichter fällt. Das ist ja etwas, das sind so Themen, mit denen werde ich immer wieder konfrontiert, auch bei mir in der Praxis. Und es wird ja oft einmal angenommen, wenn du eine gewisse Schwingung hast, dann passieren dir ja Verluste nicht, dann passiert dir das ja nicht. Aber das stimmt ja nicht, weil das Leben bewegt sich immer mal in Auf und Abs und das, was dir hilft, wenn du bewusster wirst, wenn du dich klarer mit dir selber beschäftigst, ist einfach, dass dich diese Rückschläge nicht so hart treffen und dass du eher schneller wieder in deine Mitte kommst. Aber das Leben lässt sich nicht vermeiden, Verlust lässt sich nicht vermeiden, denn sonst hätte man wahrscheinlich gar nicht, wenn man das irgendwie schaffen könnte. Und deshalb schauen wir uns heute das mal an, wie kann man denn wirklich von spiritueller Sicht gut mit Verlust umgehen, beziehungsweise wo findest du denn Trost, wenn das Leben dir einen Rückschlag serviert, sage ich jetzt mal. Ja, dann lade ich dich gleich mal dazu ein, schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir jetzt einfach mal an eine Enttäuschung, an einen Rückschlag zu denken oder einen Verlust zu denken. Und spür dich da mal rein, was dieser Gedanke mit dir macht. Macht dir der traurig? Macht dir der beklommen? Macht dir das Angst? Wie fühlst du dich denn da? Ich persönlich spüre dann immer so einen gewissen Druck, so am Herzen, so auf der Brust, eine gewisse Schwere, aber fühl du dich mal rein, dass du wahrnimmst. Und erlaube mal, dass du das Gefühl zulässt, das da kommt. Egal, ob du traurig bist, ob du verzweifelt bist, ob du wütend bist, ob du Angst hast. Eines macht dieser Verlust auf jeden Fall oder diese Enttäuschung. Es trifft dich auf der emotionalen Ebene. Das kann man dann im Nachhinein vielleicht rationalisieren, überdenken, aber es ist ein Gefühl da. Und das bedeutet, dass es dich unmittelbarer trifft, dass es näher reingeht. Und jetzt geht es einmal darum, wahrzunehmen, egal was es ist, ein Verlust, eine Krankheit, eine Enttäuschung, ein Widerstand, ein Hindernis. Und du schaust einfach mal aus einer höheren Warte, aus einer höheren Bewusstheit, ist dieses Ereignis persönlich gegen mich gerichtet? Also ist das ein Angriff auf dich selber? Und ist das absichtlich passiert? Das heißt, will dir, und da rede ich jetzt nicht von einem Menschen, der dich vielleicht enttäuscht hat, sondern ich rede von der Existenz, vom Höchsten, dass du dir vorstellen kannst, das Zentrum des Lebens, das Zentrum der Lebensenergie.
Tut dir dieses Zentrum bewusst Schaden an oder mutwillig Schaden zufügen? Und spür bitte mal die Energie. Ist das wirklich eine Vendetta des Lebens gegen dich, ja oder nein? Und spür jetzt mal, dass das Leben diese Frage verneint. Nein, es ist nicht persönlich gemeint. Nein, es ist nicht persönlich gegen dich gerichtet. Das würde das Leben niemals tun. Und dann spür mal, warum das Leben das niemals tun würde. Die Essenz des Lebens. Weil das Leben in der Essenz Liebe und Frieden ist. Und erlaube dir mal, das wahrzunehmen. Ich bitte um eine Wahrnehmung der Essenz des Lebens, der Liebe und des Friedens. Und da ist so viel Liebe und so viel Frieden, dass es für dich vielleicht überwältigend wirkt, unbegreifbar sogar. Aber nimm einfach mal an und wahr, dass das Leben voller Frieden und voller Liebe ist, die Essenz des Lebens. Nichts entspringt dieser Essenz, das böse oder negativ wäre. Nichts entspringt dieser Essenz, das böse oder negativ wäre. Und dann erlaube dir mal wahrzunehmen, woher der Leidensdruck kommt. Wolltest du zu sehr festhalten an einem Augenblick, an einer Person, an einem Ding? Wolltest du etwas konservieren? Wolltest du etwas besitzen? Hattest du das Gefühl, dass sich etwas niemals ändert? Der Gesundheitszustand, Gesundheit, Krankheit, Krankheit, Gesundheit. Der Wechsel mit deinen Freundinnen, Freunden und Bekannten in deinem Familiensystem. Wechsel. Das Alter deiner Kinder. All das unterliegt einer Bewegung. Und jetzt schau mal die Essenz des Lebens auf der einen Seite, nimm das mal wahr, und die Bewegung, das Auf und Ab des Lebens auf der anderen Seite, diese ganzen Turbulenzen. Und ganz vieles liegt daran, weil du das Gefühl hast, etwas festhalten zu müssen. Dich gegen den Fluss zu stemmen. Und erlaube dir jetzt mal, alle Trauer auszudrücken, die in deinem Herzen ist. Alle Verzweiflung, alle Gefühle, die dort gespeichert sind. Alle Enttäuschungen, all das darf sich öffnen und darf jetzt aus deinem System abfließen. Dieser Lebenszyklus, diese Rhythmen,
die in der Essenz aus Liebe entstanden sind. Und im Wesentlichen konsumierst du das Leben, konsumierst du die Welt und auf der anderen Seite konsumiert die Welt dich. Und das sollte einen Gleichstand ergeben. Und nichts ist dein auf dieser Erde. Alles sind nur Formen, Schatten, wie Phantome. Es scheint etwas wirklich da zu sein. Du scheinst eine Beziehung zu etwas zu haben, aber im Wesen ist alles Licht, ist Frieden, Würde, Liebe und Zufriedenheit. Das tiefste, tiefste Liebe. Und du erlaubst dir nun diesen Fluss des Lebens, dieses Lebensrad ein bisschen neutraler zu betrachten. Jegliche Enttäuschung, jeglicher Stress ist bald nur mehr Schatten und vergangen. Und aus dieser Vergangenheit formt sich neue Kraft, formt sich neues Leben. Und aus diesem Rad der Enttäuschungen, der Täuschungen, der Verluste erlaubst du dir nun ein bisschen weit dich rauszunehmen, sodass egal, was da auf dich wartet, welche Enttäuschungen noch kommen mögen, dass das Zentrum die Liebe und der Frieden des Lebens ist. Das ist dein Zentrum. Und erlaube dir, dieses Zentrum zu fühlen. Das ist mein Zentrum und ich bitte um das Bewusstsein, dass dieses Zentrum des Friedens und der Liebe stets für mich greifbar ist und begreifbar ist. Und dass ich in diesem Zentrum mein Wesen entfalten kann. In diesem Licht möchte ich mein Leben entfalten. Und du atmest tief ein und wieder aus und du spürst ein Ja des Lebens. Und du spürst auch, dass dieser Wandel, der Wechsel, der zum Lebensspiel gehört, auch bei dir ist, aber weit nicht mehr so schmerzhaft, weit nicht mehr so traumatisch, weit nicht mehr so dramatisch, sondern du bist frei. Glücklich zu sein, zufrieden zu sein und dich unendlich geliebt zu fühlen. Und diese Liebe drückt sich in jeder Faser deines Daseins aus. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus, nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass die Liebe sich immer mehr manifestiert. Und du hältst jetzt noch einmal das Ereignis, an das du gedacht hast, diese Enttäuschung, dieser Verlust. Das hältst du dir noch mal vor Augen. Und du siehst, dass du
darüber hinausgewachsen bist. Dass es ein Teil des Rades ist, aber dass es nicht mehr so erdrückend ist, dass die Gefühle sich auch gelöst haben. Nimm das mal wahr. Und dann bedanke dich für dein Dasein und für das Geschenk deines Lebens. Es ist schön, dass du da bist. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir nun, all diese Bilder der Dramen noch einmal aufzulösen, sodass du ganz umhüllt bist von der Liebe und der Frieden, des Friedens, der Zufriedenheit des Lebens. Es ist schön, dass du da bist. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir, in diesem Licht dein Leben zu gestalten. Bedank dich bei deinen geistigen Helfern und Führern. Streck dich mal durch. Beweg deine Arme und Beine und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Wie fühlst du dich? Wie ist es dir gegangen? Was hat sich denn während der Meditation verändert? Ich freue mich schon auf deine Kommentare. Und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest und noch ein bisschen reinschauen willst, am 23. Juni habe ich den Workshop Toxische Muster erkennen und lösen. Und da kannst du noch einmal tiefer so reingehen in so alte gespeicherte Gefühle und Emotionen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, bis bald. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und teile das Video, wenn dir jemand einfällt, wo du sagst, ja, das könnte die Person brauchen. Bis zum nächsten Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erring. Tschüss.